die Entlassung von Tim Walter beim Hamburger Sportverein. Und da haben wir uns entschlossen, Team Nord, Calcio Team Nord an den Start zu bringen. Calcio Hamburg, um genau zu sein. Stimmt, wollte gerade sagen, wir dürfen sogar Hamburg sein. Ja, Mia Güte ist quasi zu Gast für diese Reaction, denn die anderen beiden Jungs sind in Köln bei der Baller League. Wir sprechen über die Entlassung von Tim Walter und ich weiß nicht, wie man da reinstarten soll. Du hast auf jeden Fall schon einen Emotional Rollercoaster hinter dir, ja, eine Achterbahnfahrt der Gefühle im Laufe des Tages. Man könnte sagen, ich habe die 5 Trauerstufen hinter mir. Es stimmt nicht ganz, weil ich gar nicht weiß, wo ich gerade einzuordnen bin. Aber es war schon so, als ich die Meldung heute Morgen gesehen habe, dass ich mir dachte, ach, traurig. Nein, nicht traurig. Also ich habe mich schon auf eine Art gefreut, weil ich die letzten Tage darauf gewartet habe und auch diverse Male gesagt habe, okay, es reicht, man darf ihn entlassen, auch die letzten Wochen schon. Weil die Entwicklung, darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen, ja, zweifelsfrei eine negative war oder zumindest eine zu wechselhafte. Ja. Und dennoch habe ich dann heute Morgen so ein paar Clips gesehen, wie er das Duell Hannover gegen HSV zum Beispiel als Nordduell, nicht als Nordderby eingeordnet hat und wie er so Crowd-Pleasing-Sätze gesagt hat, wie in Hamburg gibt es 2 geile Vereine, HSV und HSV Handball. Und ich bin als HSV-Fan, ich bin einfach zu bekommen. Damit kriegt man mich nicht. Ja, zumindest kurzzeitig. Ja. Aber wie gesagt, auch ich halte es für die richtige Entscheidung. Und so sehr ich auch gerne mit Tim Walter als Typen aufgestiegen wäre, steige ich auch lieber ohne ihn auf, als mit ihm nicht. Und er war ja zweimal sehr nah dran. Einmal. Das stimmt. Einmal näher als bisher alle anderen, aber geklappt hat es trotzdem nicht. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, warum jetzt? Man steht auf Tabellenplatz 3, man ist nicht so weit weg von den direkten Aufstiegsplätzen, sowieso nicht, aber auch nicht vom Tabellenführer. St. Pauli ist 5 Punkte voraus. Eigentlich kann man sagen, alles gut. Ja? Mhm. Es wurden schon Trainer in schlechteren Situationen beim HSV entlassen. Aber man muss auch sagen, nach 21 Spieltagen ist das die schlechteste Punkteausbeute der Zweitligageschichte des HSV. Man hat 31 Gegentore kassiert. Das sind 6 mehr als der bisherige Tiefstwert zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison. Man hat 9 Gegentore in den letzten 3 Spielen kassiert. 8 davon zu Hause. 8 Stück zu Hause in den letzten beiden Heimspielen. Ist das eine Entlassung? Also du hast es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, wo du gesagt hast, ja gut, vielleicht muss es jetzt mal sein. Ist das so eine Entlassung, wo man sagt, wenn wir jetzt noch aufsteigen wollen, dann wird das nicht mit Tim Walter passieren? Naja, also es ist so ein bisschen Jonas Bolls letzte Patrone, ne? Er weiß auch, er hat es auch vorhin auf der Pressekonferenz angesprochen, dass man ihm eben auch ankreiden kann, okay, das ist sein 3. Trainer, der nicht funktioniert hat und irgendwann gehen die Blicke halt auch Richtung Sportvorstand und er weiß, wenn der HSV im Sommer nicht aufsteigt, ist auch seine Zeit in Hamburg im Zweifel vorbei. Was ich sehr interessant fand, war in der Kommunikation, also in der Pressemitteilung vom HSV, haben sie gar nicht diesen typischen Satz verwendet, der häufig fällt bei Trainerentlassungen. Aufgrund der jüngsten Niederlagen, aufgrund der sportlichen Talfahrt oder was auch immer oder den schlechten Ergebnis, sondern es war aufgrund des Auf und Abs, des sportlichen Auf und Abs. Und das beschreibt es eben total gut. Und die defensive Stabilität oder die fehlende defensive Stabilität wurde tatsächlich ja explizit angesprochen. Von Jonas Bolt, ja, aber jetzt nicht in dem Pressetext, aber dann glaube ich nochmal in der Pressekonferenz. Genau, also das war ja auch das, was Jonas Bolt, und da komme ich dann vielleicht nochmal auf deine Frage zurück, was Jonas Bolt eben im Winter von Tim Walter gefordert hatte oder was das Ergebnis der tiefgreifenden Analyse, die man eben auch nach nur so halb überzeugenden Ergebnissen im Dezember vornehmen wollte, dass eben diese Flut an Gegentoren einfach gestoppt werden müsste. Und da kann man jetzt bilanzieren, 9 Gegentore in 3 Spielen, 8 davon zu Hause. Boah, das muss nicht sein. Und da ist es quasi nur noch schlimmer geworden. Ja, und ich habe ja dann nach dem Hannover-Spiel auch bei Twitter und so weiter so ein paar Rechtfertigungen gelesen, wie, ja, was kann Tim Walter dafür, wenn seine Spieler individuelle Fehler machen? Das Problem ist, glaube ich, und da kommen wir schon zum Kernpunkt, du hast das Auf und Ab angesprochen, Bolt hat von der nötigen Balance und Stabilität in unserem Spiel gesprochen, Zitat. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass es die gleichen Fehler immer wieder sind. Ja. Dass es seit 2 Jahren immer wieder die gleichen Probleme und Fehler sind, egal wer da auf dem Platz steht. Und dann brauchen wir nicht über individuelle Fehler sprechen, weil es ist egal, ob da jetzt wie vor einiger Zeit ein Vuskovic und Schonlau stehen oder ein Ambrosius und ein Ramos. Die Fehler sind am Ende die gleichen. Und dann, finde ich, muss der Blick schon zum Trainer gehen, weil ich finde, dass es zu viele Spiele gab, wo die Mannschaft
ja, nicht richtig eingestellt wirkte, dass die Mannschaft nicht so richtig wusste, was sie auch vielleicht vom Gegner erwartet. Das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen können. Wie viel hat man sich überhaupt mit den Gegnern beschäftigt? Ja. Das waren zu viele Spieler, wo man gegen sehr große Außenseiter plötzlich dann verloren hat. Und es war zu oft, finde ich, dass man mit den einfachsten Mitteln dem HSV extreme Probleme bereiten konnte, die dann auch immer wieder zu Gegentoren geführt haben. Und wenn wir über die individuellen Fehler sprechen, bin ich der Meinung, ein Trainer muss seine Mannschaft so gut kennen, dass er seine Spieler in Situationen bringt, wo man das Maß an individuellen Fehlern limitieren kann. Und genau das hat Tim Walter über 2 Jahre lang leider nicht geschafft. Ja, du hast gerade extrem viele Sachen genannt, wo mir zig Dinge noch eingefallen sind. Aber genau das, ja. Also es ist ja, es sind individuelle Fehler, ja, aber es entsteht ja auch irgendwann eine gewisse Fehlerkultur. Also wenn selbst, ich sag mal so, was man Tim Walter tatsächlich zugutehalten muss, ist, dass diese Vuškovic-Sperre plus jetzt die ewig lange Schonlau-Ausfallzeit, die so nicht vorhersehbar auch war am Anfang seiner Verletzung, dass das schon übel ist. Weil man hatte davor eben 2 der besten Innenverteidiger der Liga, wenn nicht sogar die beiden besten Innenverteidiger der Liga, lässt sich sicherlich drüber streiten, sind aber oben mit dabei und hat jetzt eben nur die B-, C- und D-Lösung. Trotzdem ist es so, dass ein Guillermo Ramos auch bei jedem anderen Zweitligisten spielen würde. So. Und genau. Oder zumindest, das ist ein solider Zweitliga-Innenverteidiger. Der muss nicht jedes Spiel über den Ball rübersensen. So. Genau. Aber wenn irgendwann eben eine Fehlerkultur, eine Verkettung auch von Fehlern entsteht, muss man natürlich auch irgendwann auf den Trainer blicken und sagen, okay, vielleicht fehlt da die Stabilität, beziehungsweise dann muss man andere Anpassungen treffen, um eben der Fehleranfälligkeit seiner Defensive gerecht zu werden. Und es sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Defensive. Ich gerade eben, als du meintest, die Mannschaft wirkte nicht richtig vorbereitet auf vieles. Das ist der eine Punkt. Das ist der eine Punkt, wir haben uns nicht richtig an die Gegner angepasst. Der zweite Punkt ist natürlich, dass, und das war unter Walter in den letzten Monaten echt extrem, dass man oft das Gefühl hatte, erst ab der zweiten Halbzeit wird hier richtig gespielt. Mhm. Die Mannschaft kommt irgendwie 60 Minuten nach Anpfiff, erinnert sie sich, ach ja, wir haben ja eigentlich den geilsten Kader der Liga irgendwie und Hacke Spitze 1, 2, 3 und können eigentlich Offensivfeuerwerk Walterball hier abreißen. Und davor ist man irgendwie völlig blutleer und energiearm unterwegs gewesen. Ich denke vor allem an die Spiele gegen Außenseiter, wie du angesprochen Aufsteiger hast. Aufsteiger in der Regel, genau, vor allem in der genau. Absolut, aber auch teilweise andere Spiele, wo man es dann geschafft hat, zum Beispiel so aus einem 0-3 ein 3-3 zu machen oder einem 1-3 ein 3-3, was dann beeindruckend ist, klar, weil die zweite Halbzeit dann vielleicht super überzeugend war. Ja, jetzt die aber erste auch gegen aber Hannover. Eben ein Totalausfall. Ja, du kommst mehrfach zurück ins Spiel. Genau. Und du kassierst quasi immer wieder, wenn du dich umdrehst, machst irgendwie, du kommst zum Ausgleich, kommst zum 3-3, drehst dich um und kassierst dann doch noch das 4-3. Und es ist dabei auch nicht nur die Defensive. Also ich denke auch an Tage, wo wirklich die besten Spieler dieser Liga, Laszlo Benes, Ludovic Reis, Emmanuel Ferrer, wie sie, Robert Glatze, wie sie nicht alle heißen, auch teilweise einfach 60 Minuten hatten, wo gar nichts kam oder wo ein Fehlpass nach dem anderen kam. Und das ist eben diese Fehlerkultur, dieses da passt dann auf einmal gar nichts mehr zusammen und das ist durchaus das, was man dem Trainer ankreiden kann und was ich auch seit ein paar Monaten auf jeden Fall dem Trainer ankreiden würde. Ja, total. Da gehe ich auch zu 100% mit. Aber ich finde auch gerade, wenn ich da nochmal auf die Backup-Lösung sozusagen in der Innenverteidigung zu sprechen komme, wenn du nicht mehr die Qualität hast, die individuelle Qualität hast, um deinen Spielstil spielen zu können, dann musst du deinen Spielstil anpassen. Genau, das anpassen. Ist das, was ich eben anfange. Also weißt du, das ist der kleinste Trainer einmal eins, würde ich sagen. Und ich will jetzt Tim Walter nicht Trainer einmal eins absprechen, sondern eher eine Dickköpfigkeit unterstellen. Ja. Dass er gesagt hat, ist mir egal, wer da auf dem Feld steht, wir spielen genauso weiter wie bisher. Aber du kannst vielleicht dann nicht, wenn du nicht die große Qualität dann in der Viererkette hast, vielleicht nicht mit der gleichen Art und Weise mit der Viererkette umgehen, wie du es vorher mit einem Schonlau und Vuškovic machen konntest. Das auf jeden Fall. Und diese Sturheit passt natürlich auch zu seinem Kommunikationsstil. Dieses, wir gucken nur auf uns, ich gucke keine zweite Liga. Was man einem natürlich durchaus auf die Füße fällt, wenn man da nicht aufsteigt. Wie viel Wahres ist da überhaupt dran? Also glaubst du wirklich? Natürlich nicht. Wobei dieses, natürlich analysieren sie den Gegner. Die Frage ist, inwiefern man sie dann auf die Analyse Acht gibt in der Matchvorbereitung und Matchplan. Ich hatte es eben im Vorgespräch auch schon mal so kurz angedeutet. Eigentlich mag ich das gerne, wenn so ein Trainer in Hamburg mal ein bisschen auf die Kacke haut, bisschen Kontra gibt. Gerade auch ein Typ wie Tim Walter, der vielleicht nicht dieses, also arrogant, hochnäsig,
vielleicht weniger, weil das keiner aus der Kategorie Hemdkragen und Stone Island Pulli ist, wie ein Dieter Hecking zum Beispiel, der auch Kontra gegeben hat. Trotzdem schlecht, aber auf eine andere. Ja, okay, das ist, das ist eine andere Frage, ja. Die ich nicht verneine. Aber also auch arrogant, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine bodenständigere Art und Weise. Das widerspricht sich im ersten Moment, aber wenn man das vergleicht. Ich weiß, was du meinst. Genau, es ist nicht dieses Hemdkragen-Ding, sondern es ist vielleicht eher dieses Trucker-Cap und Rauschebart-mäßige. Polarisierender Charakter gefällt mir eigentlich. Ja. Dennoch ist es natürlich so, du kannst in Pressekonferenzen so oft sagen, wir gucken nur auf uns. Am Ende des Tages musst du auf die Gegner gucken, weil ja, du bist der HSV, aber du bist halt am Ende des Tages auch nur der HSV. So, also du bist nicht der FC Bayern der ersten Liga. Guck auf deine Gegner, pass dich an. Sorry, aber das war so oft sehr sichtbar, dass da einfach ein bisschen zu stur, ein bisschen zu geradlinig gedacht wurde. Und das klang jetzt alles sehr negativ, was wir gesagt haben. Ich glaube, wir sind beide Leute, die behaupten würden, wir hatten eine toxische Beziehung als Fan sozusagen mit Tim Walter, dass es da wirklich extreme Highs gab. Und für alle, die mich kennen, ich weiß, ich liebe Trainer, die eine klare taktische Idee haben und die auch umsetzen können. Und das konnte Tim Walter. Und Ballbesitzfußball. Du bist Ballbesitzfußballfan geworden. Ich bin immer mehr. Ja. Ich bin's zumindest. Ja. Also ich habe Walter Ball in den besten Tagen, so ein 5-3 gegen Schalke. Alter, habe ich geliebt. Ich fand auch den Typen geil, wie er vor die Kurve gerannt ist und mit den Armen gerudert hat. Das hat mir total Spaß gemacht. Gut, das ist aber wieder kein taktischer Aspekt. Ja, das kannst absolut, du auch bei einem 0-0 beides. Machen, ja, klar, aber beides bei mir. Ich musste mich damit auch erstmal so ein bisschen, dran gewöhnen, weil ich finde, es gab vor allem in der Anfangsphase der Amtszeit gab es viele Spiele, wo das Main Goal sozusagen war, Ballbesitz haben, deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner, und dann hoffen wir, dass wir 2-3 Großchancen rausspielen und dann auch die Tore dazu machen. Also das wäre viel Ballbesitz für nichts, habe ich das Gefühl. Da finde ich, gab es positive Anpassungen, gerade im Offensivbereich, also was so Chancenkreierung angeht und so weiter, macht, glaube ich, dem HSV nichts vor. Und das finde ich ja grundsätzlich gut, und auch wirklich dann für so eine Identität einzustehen, für so eine Idee einzustehen, für so eine Philosophie und die dann auch wirklich so konsequent durchzusetzen, klar, aber wenn dir dann halt durch Verletzungen oder andere Sachen irgendwie die Qualität so ein bisschen flöten geht, dann musst du vielleicht auch Anpassungen machen, und vor allem gerade, wenn wir darüber sprechen, dass die Fehler immer die gleichen waren, dann musst du vielleicht mal darüber nachdenken, ob du dich ein bisschen anpasst, zumindest gegen den Ball, Restabsicherung, vielleicht dann doch mal eine Dreierkette oder eine Fünferkette ausprobieren und nicht so konsequent an deinem 4-3-3 festhalten. Also einfach so ein paar Kleinigkeiten, die bestimmt angepasst wurden intern, die man aber jetzt als Zuschauer nicht unbedingt so richtig wahrgenommen hat. Deswegen, also ich, grundsätzlich war das immer so ein Hin und Her. Also es war ja nicht nur ein Auf und Ab, was die Ergebnisse anging, sondern auch, ja, Tim Walter ist ein richtig guter Trainer, mit dem steigt der HSV auf, und oh Gott, ich ertrag das keine Woche länger. Absolut, ging mir auch so, oder geht mir fast auch so. Was mir aber zuletzt auch gefehlt hat, war diese Waltersche Überzeugung, dieses komme, was wolle, wir ziehen's durch. Weil das, finde ich, hat man auch auf dem Platz nicht mehr so gesehen, auch in der Offensive. Weil vielleicht nicht. Das Team aber auch nicht mehr so ganz überzeugt das, war. Das ist ein weiterer Punkt. Ich habe ja auch Gerüchte da mehrfach. Das ist ein weiterer Punkt. Jonas Bolt hat extra gesagt, es sei kein Spieler auf ihn zugekommen, hat gesagt, der Trainer muss weg. Glaube ich auch. Aber auch ihm habe die Überzeugung in der Mannschaft gefehlt. Und das ist schon bezeichnend, gerade bei einem Trainer, der eben in der Vergangenheit erwähnt wurde als Grund, warum Leistungsträger wie Robert Glatze oder Ludovic Reis ihren Vertrag verlängert haben oder sich langfristig oder nicht den Verein verlassen haben im Falle von Ludovic Reis, dass sie den Trainer genannt haben. Aber wenn man das Gefühl hat, dass selbst diese restlose Überzeugung innerhalb der Mannschaft nicht mehr ganz da ist, dann ist es vielleicht tatsächlich der letzte Zeitpunkt in der Saison, an dem man noch eben an dieser Stellschraube Trainer drehen kann, mit einem erhofften Effekt zumindest. Ja, also das ist halt ein bisschen, es steht auf zu wackeligen Füßen, dass ich mich darauf jetzt verlassen würde. Und was passiert dann? Das habe ich mich sowieso die ganze Zeit schon gefragt in den letzten 2 Jahren. Was passiert eigentlich, wenn man aufsteigt? Ja. Also wie sieht das dann in der ersten Liga aus? Wie viel Hoffnung habe ich da, dass das funktionieren kann? Ich gucke keine erste Liga, sagt er dann natürlich. Ja, genau, dann guckt er nur noch zweite. Dann guckt er nur noch zweite oder beziehungsweise weiterhin nur auf den HSV. Aber gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Also Tim Walter ist Geschichte. Und für alle, die jetzt sagen, ach ja, es versucht mal wieder ein Trainer.
aufgepasst, seit Frank Pagelsdorf war niemand mehr so lange beim HSV im Amt wie Tim Walter. Und in den letzten 40 Jahren allgemein ist er der vierte, der so lang im Amt war. Also das ist schon krass, und das vielleicht als abschließendes Wort zu Tim Walter. Aber auch nur im HSV-Kosmos. Klar, absolut. Aber für einen HSV-Trainer ist es eben bemerkenswert. Und vielleicht als letztes abschließendes Wort zu Tim Walter, was er tatsächlich geschafft hat, ist in der Stadt eine spürbare Begeisterung für den HSV wieder. Was, glaube ich, am Fußball lag. Total. Also ich glaube, auch vielleicht an ihm als Typ ein bisschen. Am Typ, aber definitiv auch daran, dass sich die Leute für diese Idee vom Fußball, für den Offensivgedanken begeistern konnten. Ja. Natürlich hat die Mannschaft da auch einen Teil daran, dass eben irgendwie halbwegs sympathische Typen da rumliefen. Aber dennoch ist es so, dass Tim Walter eben einen Schulterschluss, um mal dieses totgeprügelte Wort im Fußballkontext zu verwenden. Ich weiß bis heute nicht, was das heißt übrigens. Welche Schultern schließt man denn? Egal, lassen wir das. Wollen wir nicht auseinander. Semantik. Wie auch immer. Jedenfalls hat er das auf jeden Fall geschafft, eine Begeisterung auszulösen. Absolut. Das Stadion ist einfach Woche für Woche komplett voll. Genau. Und das in der zweiten Liga. Und das im sechsten Jahr zweite Liga. Ne? Und auch nach den Relegationsspielen zum Beispiel gegen Hertha wurde ja auch sein Name skandiert und darum gebeten, dass er bleibt und so. Und das ist schon etwas, was HSV-Trainer in den letzten 40 Jahren selten geschafft haben. Dass, absolut. Dass die Fanschar so hinter ihnen steht. Aber wie du gesagt hast, Tim Walter ist Geschichte. Wer kommt jetzt? Das ist die große Frage. Erstmal kommt Co-Trainer Merlin Polzin. Mhm. Denn zwei Assistenten mussten gehen. Polzin durfte bleiben und wird jetzt erstmal interimsweise die Mannschaft übernehmen. Gemeinsam mit Torwarttrainer Sven Höh und Loic Favre, genau, mit reichlich St. Pauli-Vergangenheit, wie du angemerkt hast, vollkommen zu Recht natürlich, aber das ist jemand, der, ich glaube, erst im Sommer dazu gekommen ist als Nachwuchskoordinator. Und er hat wohl zumindest emotional gesehen auch HSV-Vergangenheit. Naja. Habe ich mir sagen lassen. Wie auch immer, auf jeden Fall werden die auf jeden Fall zu dritt mal übernehmen für das Rostock-Spiel Minimum. Jonas Bold hat den auch so ein bisschen mehr in Aussicht gestellt, aber ich glaube, Sie dürfen sich beweisen, ja, gegen Rostock. Also gegen Rostock musst du gewinnen, egal wer da an der Seitenlinie steht. Theoretisch. Das stimmt. Was der einzige Punkt, wo ich wirklich skeptisch dem Ganzen gegenüberstehe, mit Merlin Polzin zum Beispiel weiterzumachen, vielleicht nochmal zu der Person, der kam damals mit Tune, ist dann geblieben, als Tune gegangen ist. Ist also auch schon ein paar Jährchen beim HSV und hat, glaube ich, auch ziemlich was auf dem Kasten. Man hört auch, das stand zumindest teilweise so auch in der Presse, dass er durchaus auch anpassungswilliger sein würde als Tim Walter. Aber was mir bei ihm so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich dieses Aufbrausende, ich bin ein Charakter, ich bin eine Präsenz, ich bin Cheftrainer vom HSV und mit mir steigen wir jetzt auf. Deswegen habe ich das Gefühl, auch erstmal reinwachsen. Total. Er ist ja auch noch sehr jung und hat auch, glaube ich, noch nicht mal seinen Fußballlehrer, dürfte aber trotzdem weitermachen. Aber deswegen habe ich das Gefühl, dass man ihm vielleicht jemanden an die Seite stellen könnte, müsste, potenziell. Und da gibt es ja auch schon einige Namen, die gehandelt werden. Lass uns mal ein paar Namen durchgehen, weil es ist schon doch noch am Ende wahrscheinlicher, dass ein bekannterer, erfahrenerer Cheftrainer geholt wird. Und da gibt es ja eigentlich zwei Optionen. Entweder gehst du in die langfristige Richtung, die über diese Saison hinaus gedacht ist, oder du holst tatsächlich jemanden, wo du sagst, bring uns in die erste Liga und dann gucken wir das Ganze. Felix Magath, Spaß. Nein. Felix Magath habe ich irgendwo gelesen. Liegt halt irgendwie auf der Hand. So, ne? Aber er hätte Bock. Klar hätte er Bock, ich hätte auch Bock. Friedhelm Funkel ist noch so ein Name. Beziehungsweise der wurde ja wirklich im Winter, hieß es ja, Friedhelm Funkel sei die A-Lösung, um von Tim Walter zu übernehmen. Friedhelm Funkel stünde aber nur für einen Feuerwehrmann-Job im Laufe der Rückrunde zur Verfügung, was jetzt ja theoretisch der Fall wäre. Es gibt keinen Trainer, soweit ich weiß, also ich hätte lieber Magath als aufgestiegen ist als Friedhelm fucking Funkel. Christoph. Sechsmal. Ja. Lass es. Nein, also lass es. Ich möchte lieber einen Trainer. Also von mir aus gehst du das jetzt so an mit einem Trainer, der uns Hauptsache, habe ich gerade uns gesagt, der den HSV der Hauptsache uns, in die erste Liga bringt. No, I don't. I would never. Ich schon. Oder halt wirklich jemanden, der weiterhin für Ballbesitzfußball steht und auch, weil ich als Fan, als Zuschauer brauche jemanden, der wie Tim Walter halt für etwas steht und auch weiterhin, du musst auch mit diesem Kader weiterhin Ballbesitzfußball spielen. Es bringt nichts, wenn du jetzt einen Urs Fischer überredest, zum HSV zu kommen
Und der fängt an mit diesem Kader irgendwie Konterfußball und tief stehen und dann lange Bälle nach vorne auf Glatzel. Ja, ich habe auch schon diverse Male Urs Fischer oder Bo Svensson gelesen und beides passt einfach nicht zu diesem. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt Leute gehört habe, die gesagt haben, ja, Tim Walter, welcome to Mainz 05. Ja, spiel mal Walter Ball mit Dominik Kohr im Mittelfeld. Naja. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, realistischer ist natürlich ein Steffen Baumgart, der jetzt auch schon lange gehandelt wurde, der zwischenzeitlich hieß es, auf gepackten Koffern sitzen würde. Jetzt, ganz aktuell heißt es, Jonas Bolt ist nicht zu 100% überzeugt von ihm. Und es heißt vor allem, es bestünde kein Kontakt. So, oder es heißt es gab aber, mal wohl einen Kontakt, bevor er Köln-Trainer wurde. Ja, das, also Steffen Baumgart. Das stimmt, aber das war ja noch das vor Walter her. Auch. Genau, das ist vor Walter gewesen, also lange her. Ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt die Sache verkopft, weil ich glaube, wir sind beide nicht die allergrößten Steffen Baumgart-Fans, was den Typen Steffen Baumgart oder die Person Steffen Baumgart angeht. Aber ich bin der Meinung, es wäre der beste Trainer für diesen Kader, mit dem du die größten Aufstiegschancen hättest. Ich glaube auch, dass Steffen Baumgart jemand ist, der auch durch seine Art, so sehr sie mir auch manchmal nicht gefällt. Er ist nämlich gar nicht so anders als Tim Walter, aber ein Tick kumpelmäßiger. Was hat dein Chefredakteur für Wörter benutzt? Weil die könntest du eins zu eins auch auf Steffen Baumgart teilweise. Welche? Die du mir gerade noch vor der Aufnahme vorgelesen hast. Achso, mein stellvertretender Chefredakteur. Achso, entschuldige mich. Bluthochdruck-Mentalität, aufbrausend. Ja, das ist ja und, alles, genau, so alles exakt, in diese Richtung. Weißt? Exakt, das ist ja schon ein Tick kumpeliger noch als Tim Walter. Ein Tick, ja, stimmt. Ein Tick, Wobei gegenüber also den Tim, Spielern hatte ich ja, aber Tim Gefühl. Walter eckt mehr an als Steffen Baumgart. Steffen Baumgart ist ein bisschen gefälliger als Tim Walter. Aber durch diese Art, die mir manchmal ein bisschen auf die Nerven geht, glaube ich, kann er aber durchaus kurzfristig Impulse setzen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt brauchst. Deswegen hätte ich persönlich rein sportlich gesehen auch nichts gegen, du suchst nach Schiebermütze, nicht nach Seemannsmütze. Nee. Ich suche einen neuen Stil für Steffen Baumgart, wenn er dann HSV-Trainer ist. Okay. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Schiebermütze dann so einer schönen... Oh, die Kapitänsmütze. Kapitänsmütze. Die haben auch einen speziellen Begriff, hat mein Opa immer getragen. Diese blauen, wie heißen die? Ach, du fragst mich Sachen. Diese Fiddlermützen. Du fragst mich Sachen. Ich glaube, Fiddlermützen heißen aber, die. Also rein sportlich gesehen, hätte ich auch nichts gegen eine Lösung, Steffen Baumgart. Ich könnte mir das schon vorstellen. Aber es heißt ja jetzt, dass eher andere Namen... Ja, wir sind jetzt schon relativ lange drin, aber über ein, zwei Namen müssen wir noch kurz zumindest sprechen. Rafael Wicki, einer mit Stallgeruch beim HSV, das steht wäre hoch krass. Im Kurs. Ja, vom Namen her. Also, das wäre für mich fast schon wieder so. Also, es ist schon wieder ein ganz anderer Typ Mensch dann auf jeden Fall. Ja. Es geht in eine ganz andere Richtung. Aber ich fände es schon krass, jemanden zu holen, der gerade in der Schweiz gerade zuletzt im Amt Meister ist geworden ist. Auch. Meister geworden ist und jetzt auch wieder Meister werden kann, ist wieder Tabellenführer mit den Young Boys Bern, ist da auch der Beste, was den Punkteschnitt angeht, seit Ceoane. Viel mehr kann ich leider dazu nicht sagen, weil dafür gucke ich zu wenig Young Boys. Ich auch nicht, das wäre krass, damit meinte ich auch jetzt nicht so, das wäre meine A-Lösung. Das sondern wäre, jemand aus sondern, dem Amt zu holen. Das fände ich einfach sehr überraschend, dass der, also dass er es machen würde, aber auch, dass der HSV dann immer noch so einen Pull hätte. Irgendwie. Vor allem für diese Mission Aufstieg in 4 Monaten, die man ja auch theoretisch als Himmelfahrtskommando bezeichnen könnte. Wen vielleicht. Würdest du noch als aussichtsreichen Kandidaten nennen? Also das Thema Breitenreiter, ist das gegessen? Das stirbt nicht. Ich habe es heute schon wieder gesehen. Ich wäre auch kein großer Fan davon. Dann Enrico Maaßen habe ich auch gelesen. Wäre ich auch kein Fan von, überhaupt nicht. Das sind, glaube ich, die Steffen Namen, Kunz, die ich heute... habe ich vernommen, da glaube ich aber nicht im Entferntesten dran. Wen kann man noch mit irgendwie in die Verlosung werfen? Also ich bin, das sage ich ganz ehrlich, für mich muss es keiner dieser Namen sein, wenn Jonas Bolt jemanden aus dem Hut zaubert, so als Überraschung, den man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, der halt für etwas Besonderes steht, der vielleicht auch, also ist ja schon auffällig, ich sage es ja immer wieder, dass viele Mannschaften, St. Pauli allen voran, auch mit vielleicht etwas geringerer Qualität, mit diesem Kurzpassspiel, mit diesem zentrumsorientierten Kurzpassspiel, enormen Erfolg haben, ligaübergreifend in ganz Europa, dass man jemanden findet, der für so etwas steht, der für so eine klare Idee nochmal steht, aber vielleicht dann noch ein bisschen anpassungsfähiger ist als Tim Walter. Wenn so jemand aus dem Hut gezaubert wird, why not? Absolut. Oder Thomas Thomasberg von Midtjylland.
der gute Arbeit macht, kriegt man auch nicht weg da. Ruud van Nistelrooy ist ja immer noch mein Alter. Das würde, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es unserer beider absolute Wunschlösung wäre. Da kann ich das halt trainertechnisch oder taktisch überhaupt nichts drüber sagen. Ich aber auch nicht. Das wäre mir aber egal. Ich würde dafür ins Stadion halt gehen, einfach weil es Ruud van Nistelrooy ist. Ich würde wieder nach Hamburg ziehen. Nein, wahrscheinlich nicht, aber zumindest emotional für 24 Stunden. Also das würde mich extrem abholen. Das würde anschieben, wie man, glaube ich, so schön sagt. Und wir schieben uns jetzt raus. Ja. Vielleicht machen wir dann doch irgendwann, wenn Ruud van Nistelrooy nach Hamburg kommt, eine Zweigstelle Calcio Hamburg auf. Vielleicht ist es dann soweit, Leute. Das war auf jeden Fall unsere sehr ausführliche Reaction zur Entlassung von Tim Walter beim HSV. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob der HSV aufsteigen kann und wenn ja, mit wem und wenn nein, mit wem nicht. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Wir sehen uns dann morgen, nicht wir beide, aber ihr seht hier eine Reaction zum Thema Mainz, denn da wurde auch ein Trainer entlassen, das haben wir jetzt hier nicht mehr unterbekommen. Und am Mittwoch gibt es dann erst das Frag Calcio, das als kurze Information zum Rausschmeißen. Macht's gut, schönen Tag euch. Tschüss. Ciao.